Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Terranigma. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und wir machen weiter mit Hilfe. Dieser Schrei kam von hinten. Oh! Ich hatte furchtbare Angst. Mylin, das ist ja mal ein Wunder. Ja gut, das wäre meine Frage auch gewesen. Mylin, was machst du hier? Ich wollte bei dir sein. Hey, Ark, du bist wirklich, wirklich stark. Du suchst in diesem Wald nach Storkholm, nicht wahr? Ich begleite dich und werde dir nicht im Weg sein. Machen wir jetzt hier Personenschutz? Okay. Gut, hier passiert anscheinend nichts. Das ist ja mal ganz interessant. Wo geht's denn hier lang? Geht's da irgendwo oben weiter? Hülle? Dann gehen wir doch mal da lang. Na komm, ich hau die weg. Das ist mal überhaupt kein Thema. So, was haben wir denn da für eine schöne Truhe? Hundepfeife! Okay. Ich glaube, das ist gut. Wölfe, Hundepfeife, das ist, glaube ich, nicht so dämlich. Dann kommen wir nicht weiter. Ja. Mal gucken. Sollen wir hier vielleicht so einen Umweg machen? Du warst toll in Freitag, der 13. Gegner sind doch echt ein Witz. Da soll ich dann wirklich Level 25 sein? Kommt ja immer nicht drüber hinweg. Die hau ich doch hier weg ohne Ende. So. Wo geht's denn da lang? Huh? Ist hell. Bin ich aus dem dunklen Wald schon raus? Meier wohl hier im Schlafgang. So. Brücke. Ja. Komme ich da her? Ach, dann bin ich auf der anderen Seite. Super. Und dann wird es auch schon wieder dunkel. Ja. Du kannst 17 Mal Verstärkung rufen, wie du willst. Das ist mir vollkommen egal. Erstmal holen wir uns mal ein bisschen Geld. Nicht, dass wir es noch großartig nötig hätten. Oh, mein Lieblingsgeräusch. Na gut, nehmen wir uns mal wieder eine Knolle. Komm, nehmen wir eine große. So. Soll ich die Hundepfeife schon mal aktivieren? So, was haben wir denn da Schönes? Aha. Wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ah, komm. Machen wir noch ein paar Fledermäuse platt. Das kriegen wir noch im Schlafwagen in 433, ey. Da soll ich... Ach, die mache ich auch noch platt. Darunter? Wo sind wir denn jetzt? Au, oh, noch eine Truhe. Ja, ja. Oh, schön. Das ist doch mal... Wo mag ich das? So. Gar nichts. So. Also die Gegner sind doch ein Scherz.
Stockholm ist ganz in der Nähe. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Das fand ich jetzt aber nicht so beeindruckend. Stockholm. Oh, das erkennen wir tatsächlich wieder. Was ist das? Hier sieht es genauso aus wie in meinem Heimatdorf. Hm. Das fällt mir gerade auf. Was hast du? Du bist plötzlich losgerannt. Alles genau wie bei mir zu Hause, kaum zu glauben. Diese Dörfer sehen doch alle gleich aus. Ist es nicht bloßer Zufall? Es sieht nicht nur ähnlich aus. Es ist absolut identisch. Du musst es nicht so laut schreien. Denk nach. Noch weiß ich nicht alles über dich. Arg. Oh, Hundis. Ein Rudel wilder Würfel. Arg, sie verfolgen uns. Was sollen wir tun? Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Das ist schön, deswegen darf ich mich nicht bewegen, oder was? Hm, sollen wir flüchten? Okay, wir können nicht angreifen. Dann nehmen wir nochmal das Logischste, ne? Arg benutzt die Hundepfeife. Arg! Kaum zu glauben, Arg, die Wölfe verziehen sich. Tja, ich gehe davon aus, man kriegt die nicht zum Spaß. So, kann ich hier irgendwas betreten? Kann ich. Sie haben sogar die Bezeichnung gelassen. Unglaublich. Die geht natürlich nicht auf. Ist irgendwas aus dem... Au! Hä? Arg erhält Porträt. Okay. Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sehen sehr glücklich aus. Melina wirkt heute ganz anders. Arg, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Huran. Auch da schuf ich diese Illusion. Wenn sie ihre Eltern sieht, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Ja, das tun wir garantiert nicht. So. Schön, da kommen wir nicht hin. Pff, das ist wie zu Hause. Ja, wer die ersten Folgen nicht gesehen hat, kann das jetzt mal nachholen und kann da jetzt noch mehr Gleichheiten feststellen. Es ist genauso wie in Krista. Können uns das oft, ne? Das macht er aber nicht. Dann geht er aber nicht dran. So. Können wir denn noch irgendwas machen? Das ist das Dorf, was zerstört wurde. Naja, tolles Zeichen. Na gut. Kann wahrscheinlich nicht jede Tür öffnen. So, wir gucken mal, was wir hier in dem Dorf finden. Wenn wir noch was finden. Oh! Ja, kannst ja Verstärkung rufen. Die Tür scheint kaputt zu sein, öffnet sich nicht. Tja. Haben sich die Programmierer eine Menge Arbeit gespart, alles zu animieren, was? So. Fehlt Ihnen was Neues? Nein, ne? Oh! Memories. Das war das Haus der Weber. Ich wüsste gern, wie es Melina geht. Arg, was ist los? Ich denke daran, dass ich meine Stadt zurückließ. Arg, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Dafür habe ich Erinnerungen, von denen du nichts weißt, Arg. Möchtest du davon erfahren? Mylin, dafür scheint mir nicht der richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut, es interessiert dich nicht. Doch, es interessiert mich. Es interessiert den Spieler. Ja, das wissen wir jetzt. Brauchst nicht gleich wieder sentimental zu werden, das bringt uns nichts. So, ja, das ist wieder. Ruhe. So, okay, das haben wir abgerundet. Was haben wir noch hier? Gut, da passiert nichts.
Aber ich glaube, wir haben den Trick dann raus. Müssen wir jetzt tatsächlich komplett wieder zurück oder was? So. Tja. Tja, ich glaube, so wie es aussieht. Ach so, fehlt mir noch irgendwas? Tja. Eigentlich haben wir alles. Ich kehre um. Wir treffen uns am Schloss. Du darfst auf keinen Fall das Porträt vergessen. Ark und Maling trennen sich am Eingang des Waldes. Oh, muss das Gott sei Dank nicht nochmal machen. Das ist ja schon mal etwas. Also haben wir die Queste erledigt. So. Ab zum Schloss. Nein, da erstmal nicht hin. Ab zum Schloss. So, dann wollen wir mal direkt. So, wo haben sie Medina denn hingepackt? Wir sind jetzt wieder alle aufgewacht, das ist ja schon mal etwas. Wo ist sie denn? Die Bücherei brauche ich nicht. Wo haben sie die denn gerade hingepackt? Ach, ich muss wahrscheinlich. Klar. Das war doch irgendwo im zweiten. In der zweiten Etage, glaube ich. Oder im ersten. Ja, genau, im ersten und dann, genau, dann zum Thronsaal. Dann sollte das doch. Ah. Ah, da ist sie schon. Mit politisch korrekter Musik. Ah. Oh, du bist es. Was meinst du damit? Das ist nicht sehr nett von dir. Hehehe, du wirst bald mit der Prinzessin sprechen. Ark, du musst gar nichts tun. Ich nehme das Ölgemälde, die zwei Gesichter. Muss ich mir merken. Meinen, das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast. Doch, weißt du. Aber sei bitte vorsichtig. Es ist bei mir. Du gehst besser auch. So, dahin. So, muss ich jetzt was triggern? Du hast also ein Mittel gegen die Probleme der Prinzessin gefunden. Lass uns keine Zeit verlieren. Heile die Prinzessin so schnell es geht. Oh! Das ist die komplette Illusion. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen kleinen Cut. Und dann seht ihr sozusagen die Cutscene in der Cutscene gleich danach. Und gucken mal, ob wir damit Melina retten können. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Bis dann. Tschüss.